Es braucht genau 20 Wörter und der Schlingerkurs ist perfekt. Die Beendigung der Anordnung der Isolation nach Corona-Infektion durch die Gesundheitsämter zugunsten von Freiwilligkeit wäre falsch und wird nicht kommen. Dabei hieß es doch kurz zuvor noch: Somit kommen wir ab dem 1.5. zu einem Verfahren, was im Großen und Ganzen auf Freiwilligkeit basiert. Jetzt also doch keine freiwillige Isolation bei Corona-Infektionen. Eine Idee, die auch bei euch zu sehr unterschiedlichen Reaktionen geführt hat. Es gab auch früher schon ansteckende Krankheiten, oder? Da wurde es auch nicht gemacht. Grob fahrlässig. Freiwillig hat doch in den 2 Jahren nicht funktioniert. Eigenverantwortung scheint ein Fremdwort geworden zu sein. Ich finde die neuen Regelungen vollkommen unverständlich und grob fahrlässig. In das Thema, euren exklusiven YouTube-News aus Hessen, schauen wir, wie es zu der Rolle rückwärts gekommen ist und fragen, was soll das Ganze hin und her und was macht das mit uns? Was haltet ihr von der Kehrtwende Lauterbachs? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Eigentlich sollte das Ende der Isolationspflicht die Gesundheitsämter entlasten. Wir haben in Wiesbaden für euch mal nachgefragt. Da sorgte der Schlingerkurs im Gesundheitsamt derzeit erstmal für Verwirrung. Wenn die Pflicht abgeschafft wird, dann soll das jeder irgendwie freiwillig machen. Das ist ehrlich gesagt ein Widerspruch in sich selbst. Also entweder man muss sich isolieren, es gibt eine Vorschrift dafür, oder es gibt sie nicht. In der Talkshow von Markus Lanz erklärt Lauterbach, wie es zu dem Umdenken gekommen ist. Das Signal, was davon ausgeht, dass jemand, der isoliert ist, das dann selbst entscheidet, ob er zu Hause bleibt oder nicht, das ist so negativ, so verheerend, obwohl es nicht kontrolliert werden kann, dass man an diesem Punkt also eine Veränderung machen muss. Hier habe ich einen Fehler gemacht, schreibt Lauterbach auf Twitter. Er gibt einen Fehler zu. Ist das unnötiges Hin und Her oder eigentlich gut und andere sollten sich vielleicht ein Beispiel daran nehmen? Wir sind alle Menschen, natürlich machen wir alle Fehler. Ich finde, die Stärke liegt daran, die Fehler zuzugeben und daraus zu lernen, was anderes aufzubauen. Das finde ich natürlich vom Herrn Lauterbach eine schwierige Aussage. Also da finde ich schon, hätte man sich vorher überlegen können, wie man zu der Sache steht, gerade wenn man in seiner Position ist. Fehler sollten nicht passieren, das ist allen klar. Doch gerade bei Entscheidungen zu Corona-Maßnahmen, sagt Politologe Professor Wolfgang Schröder, gibt es unzählige Akteure, die teils sehr unterschiedliche Interessen vertreten. Die Länder sind sich erstens mal auch nicht immer einig. Zweitens sind sowohl Länder wie auch Bund getrieben von den Interessenverbänden auch. Und das alles ergibt ein Konglomerat von unterschiedlichen Interessen, die in unterschiedliche Richtungen wollen. Und ein Minister, der da mittendrin steht, der muss nicht nur Ruhe und Weitblick haben, sondern auch viel Erfahrung. Da kann man sich doch schnell verheddern. Und am Ende werden Entscheidungen kommuniziert, die schlicht nicht bis zum Ende durchdacht sind. Gleichzeitig haben die Bürger aber zu Recht doch einen Anspruch darauf, dass sie gut regiert werden, dass sie verlässlich regiert werden und dass man nicht rein und raus geht. Also insofern ist wichtig, dass man da wieder zu einer ruhigen Hand des Regierens zurückfindet. Doch wie kann so etwas passieren? Lauterbach entscheidet nicht alleine, sondern auch die Gesundheitsminister der Länder, auch der hessische. Und der hält den Grundgedanken zu neuen Isolationsregeln auch nicht für falsch. Ja, diese Richtung muss man gehen, aber das verlangt eine sehr stringente und gut vorbereitete Kommunikation, weil es eben schon eine wesentliche Änderung im Vergleich zu jetzt ist. Bedauerlicherweise hat der Bundesgesundheitsminister sich entschieden, dann unmittelbar nach dieser Gesundheitsministerkonferenz vor die Presse zu treten. Ich glaube, im Nachhinein wäre dann doch froher gewesen, er hätte sich an die Gepflogenheiten gehalten. Grundsätzlich sei die Isolation der beste Weg, um weitere Ansteckungen zu vermeiden, sagt Klose. Schnuppe, ob freiwillig oder verpflichtend. Das Entscheidende ist, dass geklärt ist, dass Menschen, die sich wirklich infizieren, sich auch absondern. Und dass dann auch geklärt ist, dass sie beispielsweise einen Verdienstausfall bekommen bzw. eben krankgeschrieben werden. Also das, was wir bisher auch haben. Es soll auf keinen Fall ein Anreiz entstehen, die Infektion weiterzutragen. Und die Art und Weise, wie das am Montag kommuniziert worden ist, hat eher Letzteres transportiert. Und das ist das Problem. Und vor allem hat es das Vertrauen in die Corona-Politik nicht gerade gestärkt. Die klare Linie fehlt einfach. Ja, und das kommt nicht so ganz gut an. Was natürlich die politischen Äußerungen in den letzten 2 Jahren mit dem Hin und Her, weiß eh keiner mehr, was los ist. Die Menschen sind mittlerweile so viel gewöhnt in der Pandemie, dass sich zumindest die gesellschaftlichen Folgen des Hin und Hers in Grenzen halten.
meint der Politikwissenschaftler. Politikverdrossenheit ergibt sich nicht einfach daraus, dass Fehlentscheidungen getroffen werden und dass Dinge nicht ganz so gut nachvollziehbar sind. Da müssen schon ein paar mehr Dinge dazukommen. Da ist die Bevölkerung aber mittlerweile trotz aller Angefressenheit in dieser Corona-Konstellation durchaus in einer gewissen Weise robust. Und ich glaube nicht, dass das jetzt ein entscheidender Punkt ist. Seht ihr das auch so? So oder so, jede Menge Verunsicherung und Aufregung für so gut wie nichts, denn am Ende bleibt in den Grundzügen dann erstmal doch fast alles, so wie es war.